Upsala. Grüß dich Felix, was machst du denn hier? Das ist ja interessant. Wie bist du? Naja, egal. Aber wenn du gerade mal hier bist und schon mit diesem fetten Rick hier da stehst, können wir doch eigentlich gleich mal eine kurze Roomtour machen, weil die letzte ist jetzt zwar noch nicht ganz so lange her, ne? 5 Monate, aber es hat sich seitdem ja doch einiges getan und Felix hat mich angefragt, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Und da du jetzt ja sowieso schon hier bist, ist das ja gar kein Problem. Also fangen wir auch direkt an. Und zwar, wir haben hier vorne ein wunderschönes Sofa. Das habe ich gebraucht gekauft, also wie so ein Gebrauchtwagen, ein Gebrauchtsofa, auch gebrauchtsofa.de. Also eigentlich von eBay Kleinanzeigen habe ich das aus Leipzig geholt. Und genau, hier haben wir noch so ein schickes Telefon. Das ist sozusagen mein iPhone 7 Plus, worauf ich hier schön tippen kann. Kann man auch gut mit kuscheln, ist ganz weich. Also Bandgate ist hier ein bisschen problematisch, ne? Aber genau, hier daneben haben wir dann mein Bett. Das ist nur so ein günstiges IKEA-Sofa übrigens. Also wirklich Studentenniveau. Mein Bett, auch nichts Teures. Ich weiß gar nicht, das heißt Timon. Und ich glaube, das ist vom dämlichen Bettenlager, dänisches Bettenlager heißt. Genau. Die Poster, die hier hängen, die sind alle von allposters.net. Da habe ich auch die auf der anderen Seite her und die schmücken sozusagen das Zimmer. Bis auf ein Foto, nämlich das hier aus London, das habe ich mal von meiner Schwester bekommen. Habe ich keine Ahnung, wo es her ist. Ansonsten haben wir hier noch diesen schönen Akustikschaumstoff, den gibt es auf Amazon. Der soll ein bisschen verhindern, dass es hier zu sehr hallt. Dazu übrigens auch diese Dinge, die hier oben hängen und so unschön aussehen. Ich habe überlegt, irgendwann mache ich die vielleicht mal noch irgendwie flaggenartig oder sowas. Aber bisher tun die ihr Ding eigentlich ganz gut und verhindern, dass es hier zu sehr hallt. Wer sich vielleicht noch an die ersten Videos erinnert, da hallt es doch ein bisschen mehr. Und von daher ist das jetzt das, was, naja, ich sag mal, so das ist, was jetzt die Soundqualität auch ein bisschen besser macht. Eine Sache, die ich aus meinem alten Zimmer übernommen habe, ist zum Beispiel dieser kleine Nachttisch. Den hatte ich vorher schon und der hat am Anfang nicht hereingepasst, aber durch ein paar Umstrukturierungen, die seit dem letzten Mal entstanden sind, passt jetzt hierher mit Müllärmeln dahinter, dass man die nicht sieht. Hier liegt sonst immer mein iPad. Ich habe auch noch so einen alten, ich wollte schon sagen, fast einen analogen Digitalwecker, weil der ist schon bestimmt so alt wie ich. Und das nebenbei sind übrigens sterbende Bauarbeiter, die hier auf der Baustelle neben mir immer irgendwelche Geräusche machen, wenn die gerade am Sterben sind. Deswegen, wenn hier so ein paar kleine Geräusche kommen, das sind fast immer Bauarbeiter, die hier nebenbei irgendeinen Scheiß machen. Ansonsten liegen hier jetzt nur ein paar Bücher und eigentlich sonst das ganze Kameraequipment hier unter diesem kleinen Tisch, dass das alles gut verstaut ist. Dazu haben wir hier noch so eine kleine Fernbedienung, die eigentlich für diese LED-Leiste hier hinter meinem Bett ist. Aber ich habe noch eine zweite LED-Leiste und zwar genau hinter dem Felix gerade und ich habe gemerkt, dass diese Fernbedienung, die eigentlich nur für diese LED-Leiste gedacht ist, auch für diese LED-Leiste funktioniert und damit, naja, kein Problem darstellt. Und sozusagen, ich kann beide mit einmal ansteuern, mit einer Fernbedienung. Und das ist natürlich extrem cool. Kommen wir jetzt hier zu diesem kleinen IKEA-Schrank. Also in diesem Zimmer, wie ihr gesehen habt, ist schon ziemlich viel von IKEA. Also 3/4 des Platzes, die hier eingerichtet sind, gehört irgendwie dem IKEA-Sortiment ausgenommen. So auch dieser Schrank in schwarz und weiß. Sozusagen ein Stormtrooper-Schrank. Hier sind haufenweise Sachen drin, also so Anziehsachen und so. Hier ist zum Beispiel eine ganze Kiste mit nur Socken. Und dann eine ganze Menge an Pflanzen, die ich alle von verschiedenen Leuten bekommen habe. Diese ist ganz neu, die habe ich erst gestern bekommen. Es sind nämlich mein Mitbewohner und zwei Freundinnen zu IKEA gegangen. Und ich habe einfach 10 Euro in die Hand gegeben und gesagt, bringt mir was Lustiges mit. Und raus kam eine Pflanze, die ich nicht gießen muss. Oder eine Pflanze, mit der ich alle anderen Pflanzen gießen kann, wenn mal das Wasser ausfallen sollte. Ansonsten eben hier irgendwie so Sachen, die ich aus Paris mitgebracht habe. Oder so ein Oppo-Männchen. Und ja, ansonsten nichts Besonderes. Ein bisschen Kopierpapier, eine andere Kamera. Und so weiter. Und natürlich nicht zu vergessen, das beste Stück dieses ganzen Zimmers, der Westinghouse Deckenventilator. Ein absoluter Favorit von mir, der natürlich jetzt hier ganz schöne Schatten hinten dran wirft, aber der einfach im Sommer, wenn es warm ist oder auch wenn es mal richtig kalt ist und wenn man die Heizungsluft ein bisschen besser verteilen will, einfach Gold wert ist mit Lampe. Ne? Und ich liebe dieses Ding und seit ich in den USA war, bin ich sehr, sehr großer Fan davon geworden. Bisher war er noch nicht ganz so oft an, aber ich wette, wenn der Sommer kommt, ändert sich das noch. Aber ich liebe ihn jetzt schon. Einfach so mit einem kleinen Luftzug einschlafen, ist ein Traum.
Kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil des Zimmers, nämlich der ewig lange Schreibtisch. Wir haben hier eine 2 Meter Platte und eine 1,50 Meter Platte an Schreibtisch, also super viel Platz, um hier auch zu arbeiten. Wir fangen natürlich nicht hier an, sondern weiter hinten. Hier haben wir nämlich meinen Drucker. Das ist ein ganz, ganz einfacher Drucker mit NFC, der über WLAN funktioniert, hat also nur ein Stromkabel dran. Ansonsten ist das hier ein Laserdrucker, ein Express M2022W von Samsung. Der macht seinen Dienst. Ich glaube, er unterstützt auch Airprint, wenn ich mich nicht irre. Und ich wollte eben gern einen Drucker mit Toner, also einen Laserdrucker, weil die nicht ganz so anfällig sind mit den Düsen und so. Daneben haben wir eines der coolsten Sachen, nachdem auch sozusagen in der letzten Roomtour unendlich oft gefragt wurde, es ist diese Lampe. Diese Lampe kommt von Roller und ich werde mich anstrengen, dass ich die finde und diesmal verlinke. Das habe ich nämlich das letzte Mal nicht getan, ist mir aufgefallen. Daneben nur so ein paar Batterien und Akkus, die für den Xbox-Controller sind. Wo wir jetzt hinkommen, wir haben nämlich hier erst noch so ein bisschen hoffenweise Postkarten noch von der 50.000 Abonnentenaktion und so weiter und dann meine Xbox One, die ich ja auch hier mit sterbenden Bauarbeitern von nebenan geunboxed habe. Hier haben wir jetzt GTA 5 und Forza Horizon 2, was ich mir noch gekauft habe, was ich auch total gern spiele. Und das ist so eigentlich das Xbox Setup. Mein Controller hat gerade der Bruder von meinem Mitbewohner, der gerade irgendwo im Nebenzimmer Batman spielt. Wir haben dann noch hier mein Lieblingsstuhl, also auch meinen einzigen Stuhl hier im Zimmer, das ist mein Schreibtischstuhl, um genau zu sein. Dieser kommt von Potta, war damals runtergesetzt von 130 auf was 60 Euro, glaube ich. Dann habe ich zugegriffen. Hier haben wir noch das Lenovo Yoga Tablet 2 in der 8 Zoll Version. Das habe ich von der Lenovo Vlogger Tour, die letztens bei uns waren, wo ihr vielleicht auch das Bild auf Twitter gesehen habt, was ich da retweetet habe, wo Felix auch mit dabei war, der übrigens gerade hier Kamerakind Hallo. Ist. Hier dann noch mein Nexus 5, mein Daily Driver, auch zusammen mit der LG G-Watch R, die ich immer noch verwende und immer noch liebe. Und dann natürlich Strom. Strom ist das, was wir hier im Zimmer relativ viel brauchen. Hier hängt die Xbox dran, dann einer meiner beiden KHK Rockets. Das sind die RP5 G2, also 5 Zoll Treiber mit einem kleineren Hochtöner. Ich glaube, es ist ein 1 Zoll Hochtöner, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Die sind via Cinch zurzeit noch connected. Das wird sich aber bald irgendwann vielleicht auch ändern. Da muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Hier kommen wir dann sozusagen zum Herzstück meines Schreibtischs. Das hier ist der 2013er iMac mit i7 und 780M. Von Nvidia, 16 GB RAM, 4 GB VRAM, hängt jetzt seit kurzer Zeit ein zweites Display dran. Das ist ein Asus K272HUL. Das ist ein TN-Panel. Ich muss noch überlegen, ich habe zurzeit noch so einen BenQ in Aussicht, den ich für ziemlich wenig Geld bekomme, wenn das alles so klappt. Steht hier also bald auch noch ein BenQ und dann wird der hier wieder zurückgesendet, weil, wie gesagt, TN-Panel, der andere hat ein IPS-Panel, passt besser mit einem anderen IPS-Panel. Obwohl die Farben relativ ähnlich sind, aber der Schwarzwert ist nicht ganz so geil und der Weißwert ist nicht ganz so geil. Aber ansonsten sind die Farben relativ ähnlich. Hier haben wir dann noch so einen Inatec USB 3.0 Hub, mit dem ich eigentlich so alles steuern kann. Da muss ich nicht hinter den iMac greifen. Daneben eine 2 GB Western Digital Festplatte als Time Machine Backup. Und dann das Tascam US 122 Mark II, was mein Interface hier ist, mit dem ich auch die Aufnahmen mache vom Mikrofon, wenn ich nicht gerade dieses Lavalier-Mikrofon verwende, was ich jetzt hier gerade in diesem Video habe, weil ich dann damit mich einfach vor rumdrehen kann und der Sound trotzdem immer ungefähr gleich ist. Wir haben dann hier, um den Monitor auf die gleiche Höhe zu heben, ein Packen Papier, ganz kreativ, und dann hier noch einen Ein- und Ausschalter für die KRKs, sodass ich die sozusagen nicht immer dahinter greifen muss. Geziert wird das Ganze hier noch von dem DAS Keyboard 4 Ultimate, also ohne Schriftzug. Zudem ist es auch eines der nächsten Videos, wird dann das Review hiervon. Ich bin sehr großer Fan davon, kann ich jetzt schon mal sagen, aus verschiedenen Gründen, die dann im Review natürlich genauer beleuchtet werden. Genau wie von dieser Maus, das ist die Logitech Performance Maus MX. Ich liebe diese Maus auch, ich habe mich sehr dran gewöhnt. Es macht unglaublich Spaß, diese Maus zu benutzen. Und ich habe jetzt letztens mal die Magic Maus wieder in der Hand gehabt und muss ganz ehrlich sagen, dass ich, eigentlich war ich mal großer Verfechter der Magic Maus, aber inzwischen, das ist es. Und dann noch mein 2013er MacBook Air. Das macht immer noch so ein Ding und ist vor allem so für Uni-Sachen und sowas zuständig. Ja, genau, das ist so jetzt
im Hauptding mein Schreibtisch. Weil auch einige immer fragen, wo kriegt man diese Wallpaper her, die hier für zwei Bildschirme sind. Also das hier ist ein Zwei-Bildschirm-Wallpaper. Ganz einfache Sache, man geht auf Google und sucht nach schönen Panoramafotos, die man sich gern als Hintergrundbild vorstellen kann, die auch mehr Auflösung haben als seine beiden Displays zusammen. Dann nimmt man Photoshop, Pixelmator, ich habe jetzt hier Photoshop genommen, passt das so an, dass es genau die Auflösung hat, die sozusagen diese zwei Bildschirme haben und setzt sie sich dann einfach als Wallpaper, als zwei einzelne, die man sozusagen in der Mitte auseinanderschneidet. Das wollte ich noch ganz kurz gesagt haben, weil es da bestimmt einige Fragen gibt. Dann haben wir hier unten noch einen dieser Vika Alex, die sozusagen auf dieser Liniment-Tischplatte, die ich übrigens vor dem Felix hatte, der hat sich das ein bisschen von mir abgeguckt. Haben wir hier hinten ist noch so ein Alex, der ist so drüben, da sind noch hoffenweise Uni-Sachen drin und Hochschulsachen. Und hier ist dann viel drin so von Papierkram, Süßigkeiten und Nicht-Süßigkeiten, weil Salzigkeiten. Viele, viele Kabelsachen und sowas, wie zum Beispiel die nicht die Custom One Pro, sondern das sind die Audio-Technica ATH M50er. Wir haben hier unten noch ein paar mehr Kabelsachen und ganz unten dann nur noch so externes Laufwerk und sowas, was eben dann noch übrig ist. Ansonsten haben wir hier nur noch meinen Schrank. Der passt leider nicht noch irgendwo anders hin. Deswegen muss der hier stehen. Der passt nirgendwo anders ins Zimmer. Und hier unten haben wir dann noch so einen kleinen Tisch. Und hier stehen jetzt noch so ein paar Sachen drauf, wie Android-Männlein, zwei Kerzen. Hier, die sind von Famous Brick, haben wir hier Steve Jobs einmal und auch Johnny Ive. Das sind so, ist eigentlich ganz niedlich. Genau, und dann hier noch so ein paar Fotos und sowas, was eben so privat noch ein bisschen wichtig ist. Einen großen Spiegel, hier ist mein Safe dahinter, weil, naja, irgendwo muss man das ja storen. Ist jetzt nicht ganz so groß wie bei Felix, ich habe nicht ganz so viel YouTube-Money. Ist wirklich manchmal ein Problem, aber ich sag mal, in den meisten Fällen reicht der Spiegel eigentlich auch aus. Ich liege jetzt gerade unter meinem Schreibtisch. Hier haben wir nämlich mein Kabelmanagement. Das ist ein Kabelkorb, den ich euch ebenfalls unten verlinken werde. Und ihr seht schon, hier sind die ganzen Kabel drin. Auch die nach hier drüben zur Xbox gehen und zu dem KK-Lautsprecher. Und alles liegt hier drin, sodass man es, wenn man sich normal hinsetzt, du kannst mal ein Stück zurückgehen, Felix, dass man das nicht sieht. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man hat sozusagen nur das eine Kabel, was hier an den Beinen runtergeht, wo dann der Strom hinten aus der Dose kommt. Und das war's. Richtig genial. Ich bin sehr froh, wie das geworden ist. Außer, dass hier das Keyboard-Tastatur ab und zu mal noch, die hat so ein etwas stärkeres Kabel. Das sieht man dann, aber ansonsten finde ich, sieht es meiner Meinung nach ziemlich gut aus und ich bin sehr zufrieden damit. So, damit haben wir jetzt hier eine kleine Tour durch den Raum gemacht, über den Deckenventilator, der da auch selbst angebracht ist mit den Kabeln. Vielleicht kann ich noch kurz was zu meiner Lampe sagen, die ich bei Amazon ersteigert habe, wo dann einfach 2700er Kelvin LED-Lampen drin sind, die dann nur ganz wenig Strom verbrauchen, ganz im Gegensatz zu der Stehlampe, die da hinten steht und ihre 300 Watt schluckt, aber genauso hell ist wie die Lampe da oben. Ist eben immer so eine Sache, eine Effizienz und so. Genau, aber das ist sozusagen meine Roomtour hier. Wenn ihr auch noch eine Roomtour vom Kamerakind Felix sehen wollt, was da im Hintergrund sitzt und ganz blöd schmunzelt, dann könnt ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, ist der erste Link unten, den ihr findet. Ihr findet auch alle möglichen Sachen, die ich hier so dastehen habe, unten als Link, dass ihr euch die alle ansehen könnt. Und dann war's das. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Das nächste ist nämlich wieder ein Valentastisch Re-Upload. Da fangen die Arbeiter wieder an mit Furzen. Deswegen hören wir jetzt hier auch auf mit diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut euch die Tour von Felix an und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Macht's gut und frohe Ostern. Ciao.